von beiden zerreißt man der anderen die Klamotten, dann sehen wir hier ein paar echte Titten durch die Gegend schleudern. Mr. Bates? Mr. Vanderbeek, ich wollte nur Hallo sagen. Ich bin Banky Edwards. Der beschissene Banky Edwards, das Mistschwein, für das wir hergekommen sind. Ach du Scheiße, fuck, was wollt ihr zwei denn hier? Was soll das? Wieso schießen Sie auf mich? Zwei Gründe. Erstens, weil wir das wandelnde böse Zicken-Klischee sind. Und zweitens, weil du ein Kerl bist. Eigentlich nur äußerlich. Ihr wollt den Film verhindern? Seid ihr denn verrückt, Jungs? All diese Arschlöcher im Internet beleidigen uns wegen dieses beschissenen, dämlichen Films. Mann, dafür gibt's das Internet doch, um andere anonym zu attackieren. Wenn ihr den Streifen verhindert, werdet ihr daran überhaupt nichts ändern. Das ist nicht fair. Wir sind nach Hollywood gefahren, ich habe mich verliebt, dann haben wir einen Affen geklaut, auf uns ist geschossen worden und irgendein Penner hat mir meine Eier zermanscht. Der Penner hieß, glaube ich, Nussknacker. Wisst ihr was? Ich fühle wirklich mit euch, ganz ehrlich. Aber Miramax, und Miramax ist nicht irgendein Verleih, hat mir einen Riesenhaufen Geld für Bloodman & Chronic gezahlt. Und irgendwie glaube ich, wenn euch zwei ein paar Idioten auf der Website mies machen, dann sollte mich das einen feuchten Scheiß interessieren. Nein, Banky, das sehe ich anders. Wir hatten mit dir ein Geschäft abgeschlossen, Tantiemen wegen der Ähnlichkeit. Und da wir nicht nur die künstlerische Grundlage bilden, sondern auch offensichtlich als Grundlage für die Charaktere deines intellektuellen Eigentums am Comic dienen, wärst du, als Hollywood eine Option auf besagte Rechte erworben hat, gesetzlich verpflichtet gewesen, unsere Erlaubnis einzuholen, das Konzept in ein anderes Medium übertragen zu dürfen. Da du dies jedoch unterlassen hast, Banky, stellt das eindeutig einen Bruch unseres Vertrages dar. Ergo findest du dich in einer Position wieder, die gerichtlich äußerst angreifbar ist. Ja. Ruiniert mir meine Filmkarriere. Tut mir echt leid, aber wir wollen was für unsere Seelenqualen. Ich sag euch was, wir klären das einfach finanziell. Ihr kriegt die Hälfte von dem, was ich verdiene. Die Hälfte? Die Hälfte reicht euch nicht? Was soll's, dann gebe ich euch Jungs eben zwei Drittel. Fick dich, du hast schon die Hälfte gesagt, das kannst du nicht wieder zurücknehmen. Okay. Du hast echt nichts drauf, Justice. Nenn mich Bubu Kitty Pussy. Miststück.